unterwegs. Auf dem Weg zwischen Haiger und Langenaubach. Geht doch einfach ein Stück mit mir. Mein Name ist Tanja Konter und ich bin Pfarrerin hier in Langenaubach. Pfarrerin? Sagen jetzt vielleicht manche? Dann will sie uns doch bestimmt über Gott belehren. Aber nein, belehren will ich schon mal gar nicht, denn ihr kennt Gott nicht besser, als ich ihn kenne. Zu jedem von uns kommt er ganz individuell. Aber ich möchte doch gerne in einen Austausch treten. Denn ich selber bin da noch auf dem Weg mit Gott. Ein Weg, der auch nicht immer einfach ist, aber Glaube ist niemals fertig und entwickelt sich weiter. Auch durch die unterschiedlichsten Begegnungen. Ja, und wer läuft sonst so auf diesem Weg? Ich weiß, das sind viele Menschen aus Haiger. Das sind Menschen aus Flammersbach und Langenaubach und vielleicht auch aus Dillbrecht oder Offdillen, aus Fellerdillen, aus Allendorf, aus Steinbach oder Rodenbach. Und wenn man sich begegnet und ins Gespräch kommt, dann offenbart sich mir die Welt immer noch mal ganz neu und Gott zeigt sich auch durch den anderen von einer neuen Seite, so wie ich ihn vielleicht noch gar nicht erfahren oder gekannt habe. Begegnung also. Das ist es auch, was mir in dieser Corona-Zeit so sehr gefehlt hat, die Gemeinschaft, die Begegnung. Und da merke ich einfach, wie froh ich bin, dass ich mich jetzt wieder auf den Weg machen darf, zu Menschen, zu Freunden und zu denen, die noch welche werden wollen. Und dabei ist der Weg nicht immer einfach oder vorprogrammiert. Man muss sich überlegen, gehe ich den Weg einfach weiter, der schon hier gepflastert ist? Oder biege ich auch mal irgendwie ab auf Wiese, wo vielleicht auch nicht immer alles so gut wegbar ist, wo Hindernisse sind? Und gehe mal neue Wege und versuche dort Spuren auch zu hinterlassen. Und neue Wege gehen, das wollen wir auch mit diesem Mittwochsimpuls. Wir, das sind die Kirchengemeinden aus Haiger, aus Allendorf, aus Langenaubach und aus Dillbrecht. Und wir wollen wieder nach Corona, gerade wo man Abstand wahren musste, gerne aufeinander zugehen und miteinander uns vorwärts bewegen. Einen neuen Weg schaffen, vielleicht zunächst nur ein Trampelpfad. Aber umso öfter wir ihn gehen, umso ebener wird dieser Weg werden. Und wir merken es gerade am Wetter, auch nicht immer Sonnenschein wird es dabei geben, vielleicht auch mal Regen. Aber ich bin da ganz zuversichtlich und weiß, wenn die unterschiedlichsten Menschen miteinander in Kontakt kommen, dann kann da Wunderbares entstehen. Und falls es doch mal zu sehr regnet oder wir denken, wir haben uns wirklich völlig verrannt, na dann erinnert mich das doch an eine Geschichte aus der Bibel. Da sind zwei auf dem Weg. Gerade die Jünger Jesu werden auch als die bezeichnet, die auf dem Weg sind. Und sie sind also auf dem Weg, nachdem Jesus gestorben ist. Und sie haben eigentlich keine Hoffnung und denken, ist der Weg richtig, den wir gehen? Und dann gesellt sich einer zu ihnen. Der geht mit. Sie kommen ins Gespräch über Gott und die Welt. Und die beiden deuten dadurch nochmal ihre Situation ganz anders und neu. Und erst später stellen sie fest, es war Jesus, Gott, der mit uns auf dem Weg war. Und das möchte ich auch für uns mitnehmen. Gott ist mit uns auf diesem Weg, den wir in Gemeinschaft gestalten wollen, den wir zusammen gehen wollen und Kirche so hoffentlich auch ein Stück weit in die Zukunft geleiten wollen. Gott ist da, der uns Begegnungen schenkt und der etwas daraus machen wird. Darauf habe ich festes Vertrauen. Und so hoffe ich, dass Sie immer mittwochs auch mit dabei sind und auch zu den verschiedenen Aktionen in unseren Gemeinden da sind. Und einfach vertrauen. Vertraut den neuen Wegen, heißt auch das Lied. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist. Weil Leben heißt sich Regen, weil Leben wandern heißt.